Nächster Redner spricht Dr. Büger von der FDP-Fraktion. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Setzpunkt der Linken befassen wir uns heute mit den Bibliotheken. Und der Antrag beginnt mit dem Satz: Bibliotheken sind wichtige Kultur- und Bildungseinrichtungen. Ja, meine Damen und Herren, das stimmt. Aber für diese Feststellung braucht es nicht erst die Linkspartei in diesem Haus. Kultur wird seit vielen Jahren in diesem Hause großgeschrieben. Als Liberale haben wir im Übrigen eine lange Tradition in der Kulturpolitik. Ich erinnere hier nur an Ruth Wagner. Und diese Landesregierung fördert mit sehr viel Geld Kultur in diesem Land. Wenn im Übrigen einer den Rotstift an die Kultur anlegt, dann war es doch, und der Kollege Lenz hatte richtig an die Vergangenheit auch erinnert, die politische Linke in diesem Haus. Diese Landesregierung im Gegensatz wertschätzt Kultur und sie wertschätzt Bibliotheken wie keine andere. Und wir haben sogar, auch darauf wurde hingewiesen, das erste hessische Bibliotheksgesetz verabschiedet. Das hat auch keine unserer Vorgängerregierungen getan. Ihr Plädoyer für Kultur, Frau Wissler, ist deswegen alles andere als authentisch und es ist wohl eher der fünften Jahreszeit, nämlich dem Vorwahlkampf, geschuldet. Wenn Sie hier den Zustand der kommunalen, ich unterstreiche das Wort kommunalen Bibliotheken, anführen, so kann ich nur eins feststellen. Offenkundig finden Sie gar kein originär landespolitisches Thema mehr, was Sie hier vorbringen könnten, und weichen deshalb auf kommunale Themen aus. Ich selbst bin Mitglied in einer Stadtverordnetenversammlung in Wetzlar. Ich bin Mitglied im Kreistag des Dill-Kreis. In beiden Parlamenten sitzen im Übrigen Abgeordnete der Linkspartei, leider. Und wissen Sie mal, wie viele Anträge die dort zu Bibliotheken gestellt haben, wie viele Fragen sie zu kommunalen Bibliotheken vorgebracht haben, wie oft sie das ihren Reden erwähnt haben? Ich kann es Ihnen sagen, kein einziges Mal. Dort aber würde das hingehören, wenn es Ihnen nämlich wirklich um die Bibliotheken gehen würde. Dort wird nämlich entschieden, welche Aufgaben vor Ort Prioritäten hat. Und da ist von der Linkspartei ganz typisch Fehlanzeige. Und im Übrigen, stattdessen im Kreistag, wird im Kreistag Landes- und Bundesthemen thematisiert, die dort gar nicht zu entscheiden sind. Sie wollen nämlich gar nicht Politik machen oder Probleme lösen, sie wollen Wahlkampf betreiben. Und wenn Ihnen die Kultur dabei hilft, dann nehmen Sie die Kultur in Geiselhaft. Aber Herr Schaus und Frau Wissler, das werden wir Ihnen hier und heute nicht durchgehen lassen. Ich stelle deshalb fest, es ist Aufgabe der Kommunen, über die Ausgestaltung der Bibliothekslandschaft zu entscheiden. Hessen hat nach wie vor ein reichhaltiges Bibliotheksangebot mit über 400 Bibliotheken. Und ja, es ist richtig, dass die Gesamtzahl in den letzten Jahren um rund 40 zurückgegangen ist. Dabei handelt es sich aber insbesondere auch um Zusammenlegung. Und nicht jede Schließung einer Bibliothek oder einer Zweigstelle ist automatisch eine Verschlechterung des Angebots, wie das HMWK ja auch dankenswerterweise auf die Anfrage im Dezember geantwortet hat. Oftmals handelt es sich um Konsolidierungsmaßnahmen, die ineffiziente Angebote schließt und attraktivere Angebote stärkt. Denken Sie insbesondere an die Angebote von neuen Medien. Und dazu benötigt man natürlich eine gewisse kritische Masse. Als Land geben wir pro Jahr 1,25 Millionen Euro Zuschüsse über den kommunalen Finanzausgleich für öffentliche kommunale Bibliotheken. Das Land Brandenburg, das sind mal andere Zahlen, in dem die Linke bekanntlich seit vielen Jahren regiert, das fördert die kommunalen Bibliotheken im Land Brandenburg mit 80.000 Euro pro Jahr. Und dann haben Sie hier die Chuzpe, sich hinzustellen und sagen, wo wir 1,25 Millionen Euro geben, das sei zu wenig. Das ist ganz schön unverfroren. Das eigentliche Ziel Ihres Antrags ist wohl auch ein anderes. Es geht Ihnen nämlich gar nicht um die Bibliotheken. Es geht Ihnen darum, das notwendige Konzept der Haushaltskonsolidierung, die kommunalen Sparanstrengungen, die Schuldenbremse und den von Ihnen durchaus explizit genannten kommunalen Schutzschirm anzugreifen und ihn als Kern des Übels darzustellen. Und dazu ist Ihnen jedes andere Mittel recht und dazu instrumentalisieren Sie hier auch hier und heute die Bibliotheken. Ihr Angriff geht aber völlig ins Leere. Erstens geht es den hessischen Bibliotheken in Gänze nicht schlecht, sondern gut, der Kollege Lenz hat es sehr richtig dargestellt. Zweitens ist Sparen kein Übel, sondern Sparen ist notwendig. Drittens ist der kommunale Schutzschirm eine höchst segensreiche Maßnahme. Er entschuldet und führt gleichzeitig auf den Weg zu ausgeglichenen Haushalten. Zu ausgeglichenen Haushalten.
Das sehen im Übrigen auch die leider noch überwiegend nicht von CDU und FDP regierten Kommunen so. Und deswegen haben auch 100 von 106 Kommunen, die berechtigt waren, das Angebot ja auch angenommen. Hören Sie also bitte hier auf, das Sparen ständig schlecht zu reden. Das Problem in den Kommunen ist doch nicht, dass wir in der Vergangenheit zu viel gespart und zu wenig ausgegeben hätten. Das Problem ist auch nicht, dass der Staat nicht genug eingenommen hätte, Herr von Neuen. Das Problem ist, dass wir viel zu viel Geld ausgegeben haben. Gerade Sie von der Linken wollen allerdings immer noch mehr. Wenn wir 400 Bibliotheken haben, dann wollen Sie mit Sicherheit, na sagen wir 500. Hätten wir dann 500, würden Sie sicher sagen 600. Stellen wir 2500 neue Lehrer ein, dann fordern Sie, was war es, 7500. Diese Maßlosigkeit, für die die Linke wie keine andere Partei steht und mit in deren Geleitzug SPD und Grüne glauben, immer hinterher zu müssen, diese Maßlosigkeit ist das eigentliche politische Problem hier. Ja, meine Damen und Herren, wir stellen uns dem entgegen. Ja, wir stehen zum Sparen. Und ja, das Geheimnis des Sparens ist auch der Verzicht. Nämlich der Verzicht auf nicht unbedingt notwendige Ausgaben. Das kann auch der Verzicht auf einen Bibliotheksstandort sein. Zum Beispiel, wenn dort bei einer Bibliothek nur 1 bis 2 Bücher pro Tag ausgeliehen werden, und solche gab es, und dann eine Zusammenfassung mit einer anderen Bibliothek in der Nähe klug ist. Bei den angeblichen Wohltaten, die Sie den Bürgern nämlich versprechen, verschweigen Sie, dass Sie dieselben Bürger dann zur Kasse bitten, um das alles zu bezahlen, was Sie ihnen aufgedrängt haben. Und schon Wilhelm Busch, und den Zitat will ich Ihnen einmal mitgeben, sagte, ein Mensch, der was geschenkt kriegt, denke, nichts zahlt man teurer als Geschenke. In der Schweiz im Übrigen ist es Brauch, dass bei jeder kommunalen Ausgabe zur Finanzierung eine kommunale Steuer, typisch Grundsteuer, die jeder bezahlt, angehoben werden muss. Die Bürger bekommen also unmittelbar die Rechnung präsentiert. Zuweilen auch mit einem Bürgerentscheid. Ich halte das im Übrigen für ein hochinteressantes Modell. Wissen Sie nämlich, was dort passiert? In der Schweiz sind die kommunalen Ausgaben pro Bürger deutlich unter dem Schnitt der deutschen Kommunen, zum Teil nur halb so hoch. In der Schweiz bekommt der Bürger nämlich, was er wirklich will und nicht das, was ihm angebliche Gutmenschen aufdrängen, nur um den Bürger nachher die Rechnung zu präsentieren. Und da Sie ja Bibliotheken und Bücher so sehr mögen, Frau Wister, möchte ich Ihnen einen Lesetipp geben. Erfolgsmodell Schweiz von Jürgen Elsässer und Matthias Erne, da können Sie richtig noch etwas lernen. Bezeichnend ist in Ihrem Antrag übrigens auch unter Punkt 6, dass Sie zwar den Bürger als Demonstrant loben, grundsätzlich in Ordnung, mit keiner Silbe aber den Bürger als ehrenamtlich Tätigen erwähnen. Das ist im Übrigen sehr bezeichnend für Ihre Sichtweise. Ihnen geht es nämlich darum, alle Aufgaben an den Staat zu binden. Einen Staat, über den Sie dann natürlich sehr gerne bestimmen wollen. Gerade im Bereich der Kultur darf man aber das ehrenamtliche, das bürgerschaftliche Engagement nicht vergessen. Der Träger der Kultur ist nicht in erster Linie der Staat, sondern es ist die Gesellschaft. Es sind die Menschen in unserem Land. Der Staat kann dort nur einen Rahmen geben und Bedingungen schaffen, unter denen sich die Kultur möglichst gut entfalten kann. So wie im Übrigen Theater mehr sind als nur Staatstheater, sondern zum Beispiel auch die freie Szene umfassen. So vernachlässigen Sie im Bibliotheksbereich alle ehrenamtlichen Initiativen. Kommen nicht vor in Ihrem Antrag. In meiner Heimatstadt, Wetzlar zum Beispiel, betreibt die Kirche einen Bücherturm, in dem jedermann Bücher abgeben kann und für kleines Geld gebrauchte Bücher kaufen kann. Geht er auch gerne und oft hin. Das Projekt ist ein Erfolgsmodell, ohne dass es irgendeines staatlichen Eingriffs bedarf. Manche andere Projekte, das wissen wir, die bedürfen einer kleinen Förderung. Das kann aber doch nur gelingen, wenn man vor Ort im Gemeindeparlament auf freiwilliger Basis Zuschüsse gewährt. Wie soll so etwas denn als Pflichtaufgabe organisiert werden? Mit einem Rechtsanspruch eines Bücherturms und einem Klageweg, das ist doch Unsinn. Und damit die nötigen Finanzmittel für freiwillige Leistungen vorhanden sind, müssen am Ende die Kommunen entschuldet werden. Und die Kommunen müssen sich konsolidieren. Das betrifft im Übrigen auch und gerade die Pflichtaufgaben, die man nämlich auch mehr oder weniger effizient wahrnehmen kann. Es ist schlicht nicht zu wenig Geld da. Und erst recht ist nicht zu wenig im Staatssäckel. Und es ist auch nicht zu viel Geld in den Taschen der Bürger. Wir müssen nur vernünftig mit dem Geld, das da ist, umgehen und nicht immer nur nach mehr Staat rufen.
Und Frau Wister, ich muss Ihnen sagen, Ihr Antrag geht deshalb völlig in die falsche Richtung. Die Kultur hat in Hessen eine Heimat. Aber diese Heimat, die Kultur hat in Hessen eine Heimat, aber diese Heimat ist mit Sicherheit nicht die Linkspartei. Vielen Dank.